Und herzlich willkommen zurück zu New World. Ich sehe hier gerade was bei mir in der Umgebung, was ich mal eben aufpiepsen muss. Das war jetzt eine tolle Anrede, aber wenn der mir gerade so ins Bild reinläuft, kann ich auch nichts dafür. Ja, eine Sache vorweg, bevor ich das vergesse. Ich hatte mir gedacht, dass ich hier eine Kompanie gründe, weil ich habe festgestellt, dass diese Kompanieeinladungen hier nichts anderes sind, als dass mich jemand ja quasi in seiner Bande haben will, sozusagen, also halt in seiner Kompanie. Dann hatte ich mir so schön ausgewählt, was ich haben wollte, hat mir das ja alles so schön reingemacht, hab sich Sachen versucht und hab sehr viele kuriose Dinge dabei festgestellt. Also zum Beispiel, wenn ich Black Dragons schreibe, das war es, glaube ich, steht da, dass der ungültig ist, weil der bereits verwendet wird. Habe ich mir gedacht, okay, man kann ja mal einfach alles ausprobieren. Nehmen wir einfach White Dragons. Da steht jetzt, ungültiger Name wird bereits verwendet. Yellow Dragons darf nicht verwendet werden. Jetzt frage ich mich, was ist an Gelb schlimmer als an Schwarz oder an Weiß? Das sind alles so Kleinigkeiten. Ich habe bestimmt an die 100 Wörterkombinationen, wenn nicht sogar noch mehr, ausprobiert und nichts davon hat funktioniert. Dann so selten dämliche Sachen wie Wood beispielsweise soll angeblich schon verwendet werden. Kann ich nicht glauben, aber gut. Lass ich mal so stehen. Dann schreiben wir das Ganze in Deutsch. Wald darf nicht verwendet werden. Da denkt man sich dann auch, was soll der Quatsch? Gut, Black Dragons wird bereits verwendet. Schreiben wir einfach schwarze Drachen da rein. Okay, der wird jetzt schon verwendet. Das stand eben, glaube ich, so nicht drin. Weiße Drachen darf nicht mehr verwendet werden. Jetzt könnte man vielleicht denken, dass das an dem Umlaut liegt oder ähnlichen. Aber auch wenn man es mit Doppel-S schreibt, Name darf nicht verwendet werden. Dann eine andere Sache, die ich auch noch ausprobiert hatte. Unendlichkeit. Darf nicht verwendet werden. Warum darf man Unendlichkeit nicht verwenden? Aber das englische Wort für Unendlichkeit darf man verwenden. Hier sind Sachen drin, wo ich gedacht habe, okay, dann schreibe ich das einfach auf Deutsch. Die Sachen darf man nicht verwenden. Warum darf man keine deutschen Wörter benutzen? Das ist schon mal die erste Frage. Ich weiß nicht, ob ihr selber spielt. Wenn ja, vielleicht wisst ihr da irgendwas drüber. Dann noch so andere Sachen. Warum, wenn ich jetzt zum Beispiel 1, 2, 3 dahinter schreiben würde, warum darf ich das Wort benutzen? Kann es aber nicht benutzen, weil es schon aktuell benutzt wird. Ich schreibe 1 oder 2 oder 1, 2, 3 dahinter und das darf ich dann nicht mehr benutzen. Es gibt andere, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier noch sehen kann, die haben definitiv Zahlen mit drin. Hier zum Beispiel All, die hat eine 3 drin, auch wenn die sehr komisch geschrieben worden ist. Ja gut, die anderen, die ich jetzt vorhin gesehen habe, die kann man jetzt leider hier auf der Liste nicht mehr sehen. Aber hier zum Beispiel, wobei das könnte jetzt auch ein großes I sein, da bin ich mir nicht sicher. Hier ist eindeutig eine 3 mit da drin. Der hat einfach, na gut, das soll GmbH heißen, aber der hat einfach irgend so eine komische Kombination gemacht, die keinen interessiert. Ich verstehe das Ganze nicht. Wo liegt diese komische Begrenzung, was man schreiben kann? Es steht hier, soweit ich weiß, nirgendwo drin. Fraktionszugehörigkeit, also stehen einige Sachen drin, was das für Vorteile hat und so weiter. Und natürlich die vielen Nachteile wegen den Kriegsgebieten und so weiter. Aber es steht nirgendwo auch Vorteile des Gebietsbesitzes. Ja, das würde mich jetzt auch mal kurz interessieren. 40% auf Schnellreisen und so weiter. Naja gut, okay. Wäre zum Beispiel ein Vorteil, den ich gerne nutzen würde, indem ich einfach eine Fraktion mache. Ich kann aber keine Fraktion machen. Und warum zur Hölle, entschuldigt meine Aggression, aber warum zur Hölle habe ich das dann auf Anhieb auf dem anderen Server gekonnt? Ich habe ein oder zwei Sachen ausprobiert und zack hatte ich direkt einen wundervollen Namen.
Warum geht es nicht auf diesen Server? Ich verstehe es einfach nicht. Das wollte ich jetzt nur mal eben loswerden, weil das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also es kann sein, dass Amazon irgendwelche unsinnigen Sachen gesperrt hat. So Sachen wie Girls oder was weiß ich. Ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe Wonder Woman ausprobiert. Mehrere Sachen, die halt eben auf Frauen bezogen sind. Wenn man eine Frauengilde haben möchte und was weiß ich. Ach, das war ein Spieler. Ich dachte gerade schon, das ist ein Zombie. Ich habe so viel ausprobiert und nichts davon funktionierte. Ich begreife es einfach nicht. Ich begreife es wirklich nicht. Da soll ich jetzt geradeaus gehen? Moment, jetzt bin ich einigermaßen verwirrt. Das ist nämlich, glaube ich, nicht da, wo ich eigentlich hin wollte, oder? Oh, was sehen wir denn da? Ich möchte jetzt nicht angegriffen werden, bevor ich das entdeckt habe. Nein, ich brauche schon wieder eine bestimmte Fähigkeit dafür. Das ist doch einfach nur ätzend. Das sind alles Feuersteine, okay. Ach, das sind schon wieder Zombies. Ich habe es gewusst. Hier übrigens an diesen Flüssen habe ich festgestellt, das ist es nicht. Das sind diese Rohrkolben, den er jetzt eigentlich hochheben sollte. Die habe ich da gefunden und ich habe sogar in der Nähe vom Dorf noch was gefunden. Ich weiß nicht, ob ich mich hier hinstellen kann, ohne dass ich angegriffen werde. Kleine Wasserschlange. Okay. Und zwar hier oben war es. Also entweder hier oder hier. Ich glaube, es war hier oben. Hier ist der Eingang. Ja, hier ungefähr auf diesem Gebiet. Da habe ich letztendlich doch endlich mal Hanf gefunden. Das heißt, ich konnte jetzt endlich mal was machen, wofür ich Fasern gebraucht habe. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es hatte irgendwas mit Kleidungsherstellung zu tun. Okay, also das ist anscheinend nur ein Gebiet gewesen, tatsächlich, was ich erkunden konnte. Und keine Quest. Ja gut. So, da will ich eigentlich hin, damit ich dann das Ziel nicht aus den Augen. Warum? Die Banner sehen irgendwie nicht so freundlich aus, die grünen. Okay, es ist ein grünes Gebiet. Ist er jetzt ein Zombie hinter mir her oder ist das ein Spieler? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Hört sich gerade ein bisschen komisch an. Kann ich durch dieses Fort durch? Ich weiß nicht. Oder komme ich dann gar nicht durch den Eingang durch oder so? Wir probieren das einfach mal aus. Ich hoffe, es schießt jetzt keiner auf mich. Ich meine, ich habe ja jetzt kein PvP aktiviert. Das ist ein grüner. Der offensichtlich besser mit dem Ding zurechtkommt als ich, also mit dem Bogen. So, okay, also da reinkomme ich anscheinend nicht. Keine Ahnung, ich sehe jetzt hier gerade keine Tür, obwohl doch das könnte die Tür sein. Würde mich jetzt echt mal interessieren, ob man da reinkommt. Andererseits, ich denke nicht, dass es da jetzt eine Quest gibt oder ähnliches. Deswegen, ich werde jetzt erstmal mit euch. Das sieht ja aus. Okay. Verwenden, Tor zum Vorgang. Keine Reparatur notwendig. Okay. Sieht ja so leer aus. Ich wollte ja eigentlich auch noch mal kurz reingucken. So, wir müssen den Weg hier runtergehen. Das sieht hier alles irgendwie so trist aus. Ich weiß auch nicht, als ob hier gerade ein Krieg stattfindet oder so. Ich weiß es nicht. Oh, da hinten sind Hanfpflanzen, glaube ich. Ah! Was bist du? Brauche ich immer noch. Okay. Hanf! Ja! So sehen Hanfpflanzen aus. Ich habe gehofft, dass ich euch das mal zeigen kann in irgendeiner Folge, weil ich habe sie ehrlich gesagt bisher immer für einen Mythos gehalten. Aber
Ich habe jetzt festgestellt, dass es sie tatsächlich gibt. Oh, Erntearbeit auf Level 20. Landwirtschaftliche Pflanzen kann jetzt verfolgt werden. Das heißt, ist das jetzt eine Quest oder habe ich da jetzt irgendwas freigeschaltet? So oder so, das ist einfach nur genial. Jetzt gucken wir mal, was das Rote noch ist. In der Hoffnung, dass jetzt keiner dazwischen gelaufen kommt. Bitte was? Erntearbeit 175? Ich denke, da ist Salamanderschnecke. Die sieht ja mal geil aus. Okay. Gut, dass ich mich dazu entschieden habe, das Ganze im Vorfeld schon aufzunehmen. Da hinten ist übrigens auch noch Hanf, sehe ich gerade. Da läuft natürlich auch schon einer hin. Der garantiert auch genau wegen den Pflanzen da ist. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Nein, kannst du nicht mehr. Du kannst gerne die daneben haben, aber die große möchte ich haben. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich sage ja, das ist der Nachteil, dass man den anderen die Sachen halt eben wegnehmen kann. Also sprich, dass man immer quasi dazwischen rushen muss oder Leute findet, die immer dazwischen rushen. Ich weiß, du nimmst den großen, das ist mir schon klar. Aber ich krieg noch den kleinen. So. Jetzt sind wir aber völlig von unserem Ziel weg. Das ist, glaube ich, in der Seite gewesen, ne? In der Richtung. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es so gut ist, wenn wir jetzt da rumlaufen. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken? Das war doch nur ein Truthahn. Ich dachte gerade, da ist ein hier so ein Viech, so ein Zombie gespawnt. Okay, also das Einfachste wäre wahrscheinlich, wenn wir links dran vorbeigehen. Aber das wäre genau da durch, oder nicht? Moment. Was ist das? Blütenkappenwedel, okay. Ich habe keine Ahnung, da ist Pilzschleim drin. Ich habe keine Ahnung, was wir hier alles finden. Aber irgendwie sind hier immer wieder neue Sachen da. Was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Weil so entdeckt man auch immer wieder neue Sachen, die man benutzen kann. Was blöd ist, dass man ja nicht wirklich weiß, wo man die Sachen jetzt eigentlich geholt hat. Was ist das denn? Was zur Hölle? Sind hier die Außerirdischen gelandet oder was geht hier ab? Das ist ja krass. Aber hier sind anscheinend weniger wirklich Holz am Hacken, so wie es aussieht. Jetzt will ich mal eben schauen, ja? Weiter rechts irgendwo hier muss das sein. Ah, hier ist auch ein Lagerfeuer, das ist sehr schön. Da war auch gerade noch was zum Lesen. So, dann kann ich mich hier hin für Notfälle zurückholen. Abschluss an der Stadtübersicht. Immer Fall. Was ist das denn jetzt, was der mir hier anzeigt? Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Nee, ne? Irgendwo in der Richtung. Stufenaufstieg. Was ist denn da noch was zu lesen? Okay. Und da sind Steine drunter. Die Frage ist jetzt, wo ist dieser Typ? Da war doch gerade irgendwas Gelbes. Gebietsruf Punkt 1. Aha, warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber das ist gut, dass ich da jetzt verbessert wurde. Ich wollte gerade sagen, warum schreien die da hinten so? Das scheinen aber jetzt auch irgendwie wieder Gegner zu sein. Aber ich würde gerne diese Quest finden, die hier angezeigt wird. Da steht was mit Angeln, ein Stern. Ich muss ja erstmal überhaupt angeln lernen. Darum geht es mir ja jetzt.
Sprich mit Angelmeister Shields in Windkreis. Wo zur Hölle ist denn Windkreis? Ist das vielleicht gar nicht hier? Das könnte natürlich auch sein. Siedlung. Steht aber nicht drauf, wie die heißen, ne? Ja, ich habe das ja schon verstanden, dass ich hier einen Punkt habe. Mein Gott, nehmen wir erstmal das mit dem Sammeln. So. Windkreis. Ich habe aber keine Ahnung. Ach so, jetzt sehe ich das gerade. Moment. Windkreis ist hier dieses Ganze. Heißt das, dass der jetzt hier irgendwo ist? Oder ist der jetzt da, wo dieser Pfeil ist? Weil das Problem ist, wenn ich mir den Pfeil genau da drauf setze, was ja eigentlich dann hier wäre, dann wäre das hier unten am Wasser. Und da stand ja gerade... Ach, jetzt steht da doch ein. Okay, ich habe nichts gesagt. Hallo, ich bin Angelmeister Shields. Hallo, ich bin Gameplayerin. Ahoi! Vor den Abenteuern und dem Ruhm musst du erst noch lernen, wie man sich mit den Früchten des Meeres den Magen füllt. Zunächst brauchst du einen Köder. Wo bekomme ich einen Köder her? Einer der am einfachsten zu findenden Köder sind Asseln. Das sind kleine Krabbeltiere, die in Büschen leben. Den Rest kannst du auf zahlreichen anderen Wegen finden. Asseln locken größere Fische an und glaub mir, auf die Größe kommt es an. Außerdem möchte ich dir noch ein paar Grundlagen beibringen. Ja. Dann gib mal her was die Angel. Was macht das Angeln? Was soll ich jetzt machen? Schreiten wir sofort zur Tat. Beim Angeln geht's um drei einfache Dinge. Auswerfen, beißen lassen und dann einholen. Es mag zwar etwas dauern, bis du den Dreh raus hast, aber danach kannst du Stunden damit verbringen. Was soll ich danach tun? Wenn du drei Fische fangen kannst, zeig sie Ruby in Immerfall, damit sie sieht, was der alte Shields dir beigebracht hat. Okay. In Immerfall, war das nicht da, wo wir eigentlich herkamen? Genau, da müssen wir also wieder zurückgehen. Okay. Ja gut, Frage ist jetzt nur, wie angel ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Muss ich da irgendwie ins Wasser gehen oder so? Das ist Frischwasser. Das habe ich übrigens auch neu festgestellt, dass man das sammeln kann. Ja, ich denke mal, angeln können wir dann nur vom Steg aus, oder? Nee, die angeln auch hier von... Ach so, sollte ich vielleicht die Angel erstmal ausrüsten? Das könnte natürlich von Vorteil sein. Rohrkolben kann ich auch direkt mitnehmen. Frischwasser. F3 an Fisch. Ja, F3 an Fisch, bitte. Einmal an den Haken springen. Okay, Moment. Köder anbringen ist mit R. Nehmen wir mal einen, wovon ich viel habe. So. Auswerfen. Zack. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, aber ich versuche es einfach mal so blindlings. Am Haken einholen. Achso, muss ich drücken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Normalerweise zieht man ja nicht so wild umher. Ah! Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das richtig war, aber ich habe jetzt zwischendurch mal ein bisschen losgelassen, damit der Köder, also damit die Schnur nicht reißt. Okay, Köder wechseln stand da, glaube ich, ne? Das wollte ich gar nicht. Moment, ich lasse den jetzt mal... Ja, ja, Köder wechseln stand da, okay. Und einmal auswerfen. So, dann warten, bis der Fisch kommt. Ich glaube, einmal drücken war das dann. Wobei ich panisch ein paar Mal hintereinander gedrückt habe, glaube ich. Da hinten leuchtet irgendwas. Oh, breit machen. Ja, ich weiß. Da stand breit machen. Nein. Oh, ich habe einen nervösen Zeigefinger heute. Könnte ein bisschen dauern. Eieiei. Schießen die jetzt auf die Fische oder was passiert da hinten? Hilfe. Da sind übrigens noch so komische blaue.
Ah ja, ich glaube, das ist wirklich so, dass man immer ein bisschen wieder freigeben muss, damit der Fisch sich nicht losreißen kann. Da sind so blaue Blumen, wollte ich eigentlich gesagt haben, hinten. Die, glaube ich, jetzt eingesammelt werden, ja. Jetzt. Okay, ich gebe zu, man sollte nicht so sehr auf die Leute achten, die drumherum was machen. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt ziemlich unfair, dass der Typ jetzt einfach so direkt neben dem... wann muss ich ihn da drücken? Das war jetzt... Eigentlich muss ich sofort drücken, oder? Ja, okay. Ich glaube, wenn ich ganz loslasse, dann ist der Fisch auch weg, nehme ich mal an. Ich muss aber gucken, dass es meistens so im grünen Bereich ist. Dann ist es wohl perfekt, nehme ich an. Es kann sein, dass ich dadurch die grünen Fische bekomme. Ah, ich verstehe. Ich denke, dass ich verstehe. Irgendwie verstehe ich gar nichts. Aber ich probiere das jetzt mal aus. Wenn ich das nochmal schaffe, einen im grünen Bereich zu kriegen, müsste ich ja rein theoretisch einen grünen Fisch bekommen. Ja. So. Vorsichtig sein. Mal ein bisschen nachlassen. So. Stand zwar jetzt kleiner Hecht, aber die Animation ist jetzt irgendwie ausgeblieben. Okay. Gut, aber wir wissen jetzt zumindest schon mal, wie wir angeln können. Bevorstehende Invasion. Ihr könnt mich doch mal. Das kann ich schon mal wegtun hier. So, die Frage ist jetzt, der zeigt mir hier jetzt an. Na gut, hier bin ich jetzt noch nicht gewesen. Hier geht es aber auch nochmal runter. Wir müssen ja sowieso hier hin. Dann würde ich sagen, dass wir danach dann auch nochmal hier beim Wasser vorbeischauen. Und wir müssen, aber das werden wir wohl in der nächsten Folge dann machen, hier auch noch die Aufgaben für das Syndikat machen. Wie war das jetzt? Wenn ich mich zurückrufen lasse, dann kann ich das irgendwie, ich weiß nicht, 24 Stunden oder eine Stunde nicht mehr machen. Moment, ich trage dich in die Immersion. Nee, will ich aber nicht. Okay, ja, dann würde ich sagen, dass ich... Das hat sich jetzt böse angehört. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal wieder zurückgehe, hier oben nach Immerfall. Und dass wir uns dann gleich dort wiedersehen, wenn ich angekommen bin. Bis gleich. So, wir sind im Dörfchen angekommen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo genau geradeaus und dann rechts rum, wo genau wir das Ganze abgeben müssen. Steht nämlich komischerweise auch wieder nicht oben im Kompass drin. Oder in das Blaue? Ne, das war wahrscheinlich nur dieses komische Dreieck, was da über den Leuten drüber hängt. Das müsste theoretisch hier drin sein, hä? Ah ja, okay. Da wollte sich, glaube ich, einer in den Tod stürzen oder so. Hallo? Nee. Muss ich jetzt mit dir sprechen? Moment, hä? Nee. Erhalte und liefere 50 Fasern. Ach so. Ja, mit wem muss ich jetzt sprechen? Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ab sofort kannst du jederzeit bei mir oder der Stadttafel vorbeischauen. Du kannst jeden Auftrag annehmen, auf den du Lust hast. Das ist schön, aber ja doch, das habe ich abgeschlossen. Ach so, dann kann ich das bei ihr... Ah, okay. Dann kann ich das bei ihr auch abgeben. Das ist sehr schön. Allerdings hilft mir das jetzt nicht weiter mit der Sache. Hier, mit dem Angeln. Anheften. Ich weiß nicht, warum das nicht angeheftet worden ist. Sprich mit Dena. Die eigentlich ja hier sein sollte. Oder nicht? Es ist doch immer fort.
Immer falsch, Entschuldigung. Ach, da hinten, nein, oder? Die ist an der Grenze. Oh je. Die ist... Hä? Oh je, oh je, oh je. Wie komme ich denn da hin? Ach du Scheiße. Das ist quasi hier unser Anfangsgebiet. Da muss ich jetzt wieder zurück. Und dann muss ich da komplett hin. Also, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe absolut nicht, dass das das einzige MMO ist und bleiben soll, so wie ich es gehört habe, was keine Reittiere hat. Also Amazon, ganz ehrlich, das habt ihr richtig verkackt. Also wenn die wenigstens irgendwo was hätten, wo man mit reiten könnte. Ich meine, es gibt ja hier keine Schnellreise zwischen diesen Orten zum Beispiel. Das ist wirklich grauenhaft und man verbringt so viel unnütze Zeit letztendlich damit. Ich meine, es ist ja alles okay, wenn man Zeit damit verbringt und so, sei denen ja gegönnt. Ich nehme mal wieder sammeln. Aber es ist wirklich unnütze Zeit, weil ich muss den kompletten Weg jetzt hier wieder runterlaufen, dann wieder den kompletten Weg da bis zum Startgebiet und dann muss ich mich hier auch noch durch diese komischen Dinger hier durchquälen und ja, hier oben wirft deine Angel aus, fange drei Fische, bring sie zu Angelmeister Rubin. Ja, in Immerfall. Naja, okay, es ist die äußerste Grenze von Immerfall, aber okay. Ich meine, ich habe hierfür jetzt schon keine Ahnung, wie viele Minuten gebraucht, muss jetzt hier auch nochmal rüberlaufen. Ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Also in einem guten MMO muss es normalerweise funktionieren, dass man ein Reittier bekommt. Spätestens irgendwie ab Level 10 oder was weiß ich, wie es die meisten machen. Das geht wirklich gar nicht. Tut mir leid. Also das ist echt schlecht gemacht, was das betrifft. Ja, das leuchtet noch so komisch. Habe ich doch schon gelesen. Anscheinend hatte ich es noch nicht gelesen. Was macht der jetzt hier? Ist der irgendwie... Nee, der wird, glaube ich, gerade entfernt oder so. Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Man lernt nie aus. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mich mal auf den Weg, beziehungsweise mache noch mal einen kurzen Zwischenstopp. Das ist aber, glaube ich, hier unten, ne? Dass ich die Fasern und so weiter noch eben verwerten kann. Dass ich mal... Oh, sehr schön. Da kann man auch noch mal was Wasser holen. Wobei das eigentlich Blödsinn ist, weil ich jetzt unterwegs schon so viel Wasser geholt habe. Ich glaube... Ja, den Honig kann man auch mal noch mal holen. Das ist sehr geil. Okay. Moment, da hinten war das Handelsding... Das heißt, genau, ich wollte gerade sagen, hier müsste ich dann... Warum liegen die Leute eigentlich hier so schlafend auf dem Boden? Das habe ich auch nicht verstanden. Entweder ist das ein Emote, vielleicht weiß das jemand von euch. Oder das hat irgendwas damit zu tun, kurz bevor man fliegt. Aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil ich nämlich auch schon... Ach so, stimmt, ich habe ja kein Leder geholt. Weil ich nämlich auch schon kurz bevor ich geflogen bin, hier drin stand und mich gerade bewegt hatte und dann doch noch geflogen bin. Das war, ja, ein bisschen sehr doof. Ich hoffe, dass ich... Ich habe jetzt Leinen hergestellt, oder? Moment. Ja doch, aus Fasern habe ich Leinen hergestellt. Das sind, meine ich, auch die, die ich dann bei der Kleidermacherei brauche, ne? Ja, perfekt. Okay, dann brauche ich in Anführungszeichen nur noch die Eisenbarren zu haben und dann kann ich hier auch Sachen herstellen. Was ich zwar überhaupt nicht verstehe, wofür ich Eisenbarren für zum Beispiel leichte Rüstung brauche. Hier Stoffrüstung. Warum brauche ich dafür Eisenbarren? Aber, naja. Ist halt so. Sag ich mal. Was ist das denn hier? Tasche? Eine Abenteurer-Umhängetasche aus rauem Leder erhöht die Belastbarkeit bei minimalen Auswirkungen auf die Beweglichkeit. Das heißt, dass ich mehr tragen kann oder dass ich nicht mehr tragen kann? Geringe Rune des Haltens. Okay. Hm. Aber ansonsten Standard-Reparaturkiste. Das habe ich alles noch nicht gelernt, ja. Okay, dann werde ich auf jeden Fall die restlichen Rohstoffe noch eben verwerten. Oh, ich habe sogar noch was für die Küche, sehe ich gerade. Ach so, die Frage... Nee, Moment, das ist rohes Hühnchen. Nee, dann ist es okay. Ich wollte gerade sagen, weil die Fische, die muss ich nämlich behalten, denke ich mal.
Ja, also ihr seht schon, was ich mache. Immer rein damit und verwerten. Und was ich dann nicht brauche, einfach wieder in die Kiste zurücklegen. Waren hier zwei, aber die habe ich beide gelesen, so wie es aussah. Nicht in die Kiste, ins Lager zurücklegen, damit ich dann nicht so schwer bin. Ja, ich mache mal weiter damit und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. Ja, eine Sache muss ich euch noch kurz zeigen. Die habe ich nämlich gerade zufälligerweise mitbekommen. Wir haben ja sonst nur dieses Bauholz machen können und haben damit eigentlich auch schon sehr viele Punkte machen können. Aber im Vergleich natürlich nicht so viel. Also plus 36 Holzverarbeitung ist natürlich nicht so viel. Jetzt können wir auch das Rohholz machen. Sandpapier, okay, das muss man, denke ich mal, nicht machen. Wobei, haben wir ja trotzdem. Du erreichst das gleiche Ergebnis mit jedem Gegenstand aus der Liste. Okay. Dieses gereifte Holz, was uns schon mal über den Weg gelaufen ist, da steht nämlich eine kleine Erklärung. Und zwar erhält man das von ausgewachsenen Bäumen. Das heißt, das sind die Bäume, die man erst ab Level 50 machen kann. Und ich habe irgendwo zwischendurch hatte ich, also man sieht es auch unten rechts, Holzverarbeitung, Fähigkeit Stufe 50, habe ich nämlich erreicht. Und deswegen kann ich die nämlich jetzt auch schon mal abholzen. Ja, warum ich davon jetzt noch nichts bekommen habe, weiß ich nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte unterwegs ein paar abgeholzt, aber nun gut, ist dann halt so. Ich stelle jetzt noch mal ein bisschen Bauholz her und ja, wir sehen uns dann am Zielort. So, hier vorne ist auch noch eben was zum Lesen und da ist der Kerl, den wir gesucht haben. Hallöchen. Die Fische hast du selbst gefangen? Shields hat gut daran getan, dich zu deiner weiteren Ausbildung zu mir zu schicken. Ich kann dir ganz viel beibringen. Okay. Oh, hallo. Ich bin Angelmeisterin Ruby. Bist du ein Angelneuling? Ja, Angelmeister Shields hat mich zu dir geschickt, wie du gerade auch schon gesagt hast. Die häufigste Köderart in Süßwasser sind Schnecken und im Meer Muscheln. Meine Kollegin in Erstes Licht, Angelmeisterin Clemenceau, würde sich sehr über diesen Meerwasserköder freuen. Okay, Moment, da muss ich jetzt mal eben gucken. Also Süßwasser, hat sie gesagt, sind Schnecken. Weil das, denke ich mir mal, beeinflusst dann auch ein bisschen das, was man bekommt. Und im Meer sind das Muscheln. Okay. Bitte sag ihr das nicht. Aber sie fängt in letzter Zeit kaum noch etwas. Okay. Fange eine Schnecke im Süßwasser und zerlege sie, um Folgendes zu erhalten. Schneckenköder. Fange eine Muschel im Süßwasser und zerlege sie, um Folgendes zu erhalten. Muschelköder. Ja, fangen jetzt im Sinne von Angeln, nehme ich jetzt mal an. Oder wie? Kommt das jetzt nicht automatisch hier? Ach so, nee, mit F3 war das, genau. Okay, Köder. Salzwasserköder, Süßwasserköder. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Also für mich ist normalerweise Salzwasser das Meer. Also zumindest war es bei Teso immer so. Das heißt, eigentlich müsste man keinen Bonus für Fischgröße oder Qualität. Ja, ich will ja auch gar keine Fische haben. Ich probiere es mal ohne Köder. Vielleicht kriegen wir dann diese Köder geangelt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir auch einfach nur einen Fisch. Das ist dann natürlich, ja. Aber wie, ich meine, Schnecken kann man ja nicht angeln, aber es ist trotzdem irgendwie etwas seltsam. Moment, aber da steht was mit Gelb rechts. Da muss ich jetzt gleich doch nochmal eben gucken. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Fisch. Na komm. Ja, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Geht doch.
So, große Flunder. Aber das ist, glaube ich... Ach nee, das ist mein... Okay. Ja, dann werfen wir einfach mal die Angel aus. Die Frage ist jetzt nur, müssen wir jetzt so lange angeln, bis wir wirklich eine Schnecke bzw. eine Muschel fangen? Das wäre jetzt irgendwie blöd. Bin ich ganz ehrlich. Obwohl, er angelt auch hier. Der ist Level 20. Der müsste eigentlich mehr Erfahrung haben als ich, was das betrifft. Gucken wir einfach mal. Na, komm, noch ein bisschen. Ja. Kleiner Lachs. Das ist ein Level 20er. Gut, heißt natürlich nichts, ne? Ich bin 12,5, habe mit den anderen auch schon etwa das Level gemacht. Und habe trotzdem keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also von daher, ja. Also das... Oh, Moment, was haben wir denn jetzt hier? Ich habe eine Kiste geangelt. Was ist das denn? Eine Schatztruhe. Wie geil ist das denn? Okay. Da muss ich jetzt noch mal eben gucken. Moment, beenden. Wenn ich die aufmache. Oh, was ist das denn? Aquamarin, Silberbarren. Oh, wie geil. Oh, ich habe ja neue Schuhe bekommen, stimmt ja. Die sollte ich vielleicht auch mal eben tauschen. Wie, die kann ich noch nicht ausrüsten? Was soll der Quatsch? Stufe 14. Wieso Stufe 14? Na toll. Na gut, okay, dann angeln wir mal weiter so lange. Also ich werde das jetzt nicht die ganze Zeit aufnehmen. Also ich werde schon aufnehmen, aber ich werde es dann rausschneiden. Ja. Ich werde es jetzt mal eine Weile probieren, mal gucken, ob ich irgendwie eine Schnecke oder eine Muschel finde. Wenn ja, schneide ich das rein, wenn ich eine gefunden habe. Und ja, wenn nicht, dann wird das jetzt ein schneller Cut hier. Wir sehen uns dann, wenn ich hoffentlich was gefunden habe. Ja, also, ich habe jetzt ja halbe Stunde, dreiviertel Stunde nur geangelt. Ich habe mich selbst echt am Riemen gerissen, damit ich das wirklich weitermache. Und habe über 30 Fische mittlerweile geangelt. Beziehungsweise, ihr seht zwischendurch, teilweise, ich habe auch mal ein Fischschwert bekommen. Oder... einen Hammer mit Fischkopf beispielsweise. Und wie ihr aber seht, beziehungsweise wie ihr das hier besser sehen könnt, habe ich immer noch keine Muschel gefunden. Ich habe jetzt alles ausprobiert. Ich habe es hier vorne im seichten Wasser ausprobiert. Ich bin weiter hinten reingelaufen. Also hier irgendwo wird es ja ziemlich tief. So, ja genau, bis hier ungefähr, bis zu der Grenze bin ich gewesen. Habe richtig tief im Tiefen geangelt. Ich habe zwar wunderschöne neue Fische bekommen, also sehr viel Verschiedenes teilweise auch, aber ich habe nichts bekommen. Dann bin ich irgendwann mal zurückgegangen und habe ungefähr, ich glaube, von dieser Entfernung aus immer wieder hier vorne im seichten Gewässer, also wirklich so auf diese Entfernung, wo jetzt der Cursor steht, geangelt. Es hat absolut nichts funktioniert. Also ich habe keine einzige Muschel bisher bekommen. Ich weiß ums Verrecken nicht. Ich sehe gerade, was leuchtet übrigens. Das sollten wir vielleicht mal eben mitnehmen. Beziehungsweise lesen. Ich dachte eigentlich, steht da vielleicht irgendwas drin. Ist das Angeln noch anders? Wenn man seine Rute auswirft und in den Büschen hinter sich die Bewegung eines Tieres hört... Ja, also nichts, was mir jetzt irgendwie weiterhilft. Ja, wie gesagt, also ich habe absolut nichts hinbekommen. Das hatte ich vorhin schon mal gelesen. Da weiß ich übrigens immer noch nicht, was das hier sein soll, aber es scheint irgendwie nur Deko zu sein. Ich habe dann irgendwann zwischendurch auch mal im Internet nachgeguckt, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt hier irgendetwas falsch.
Und da steht wortwörtlich, dass, also ich meine, es gibt noch nicht viele Infos, muss ich dazu sagen, weil das Spiel ja noch sehr neu ist. Auch die üblichen Seiten, die ja gerne mal, ja, diese Blogs, sage ich mal, oder Homepages, die ja gerne mal Lösungen und so weiter online stellen, auch direkt einen Tag, nachdem das Spiel rausgekommen ist und ähnliches. Selbst da gibt es nirgendwo eine Anleitung. Im Forum ist mal die Frage aufgekommen, weil irgendwie keiner wirklich wusste, was jetzt eigentlich Sache ist. Und da hieß es einfach nur, also das, was ich schon wusste, die Muschel ist im Salzwasser zu finden, die Schnecke im Süßwasser. Und ja, das war's dann auch schon. Also es soll wohl beschleunigt werden, indem man Köder benutzt. Das werde ich jetzt im Süßwasser auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das Problem ist halt, für das Salzwasser, also sprich für das Meereswasser, habe ich nur 3 Köder. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt im seichten Gewässer angeln soll, ob ich im tiefen Gewässer angeln soll. Muscheln finde ich persönlich, also in der Realität, eher so im seichten Gewässer hier vorne. Die angle ich mir aber nicht, sondern da gehe ich, also da laufe ich da durch und dann kann ich die quasi so hochheben. Ich befürchte aber, so einfach wird es hier nicht sein, beziehungsweise, ja, Fakt ist halt, man muss sie wohl erangeln. Und ehrlich gesagt, ich bin gerade etwas, ja, ich weiß nicht, ob ich stinkig sein soll, ich weiß nicht, ob ich enttäuscht sein soll, ob ich wütend sein soll. Es ist einfach für mich persönlich ein absolutes Unding, dass man ja im Endeffekt auf sein Glück vertrauen soll und jetzt wirklich stundenlang wahrscheinlich sich hier hinstellen soll. Also ähnlich wie Montag noch, beziehungsweise die ersten Tage noch mit der Warteschlange, nehme ich mal an, dann darauf hoffen soll, dass man irgendwann vielleicht mal eine Muschel daraus zieht. Ich weiß nicht. Und ich meine, wir sind jetzt hier eigentlich schon an einer guten Stelle, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, das hier dürfte wahrscheinlich das nächste Angelgebiet sein. Wobei Süßwasser, damit meine ich wahrscheinlich eher hier solche Seen, die so zwischendurch sind. Also da müsste ich dann mal schauen. Das Blöde ist auch, bei Teso ist es ja schön, da kann man hier so drauf gucken und da steht dann direkt, was das für ein Gewässer ist. Und ja, das ist jetzt hier bei dem Spiel nicht so. Das würde das Ganze natürlich auch ein bisschen vereinfachen. Aber wahrscheinlich ist genau das nicht gewollt von Amazon. Ich kann es mir wirklich nur so erklären. Ja, ich werde jetzt nochmal versuchen, irgendwo im Süßwasser eine Schnecke zu bekommen. Vermutlich auch daran verzweifeln. Nehme ich mal stark an. Und ja, halt euch dann auf dem Laufenden. Es tut mir leid, dass die ganzen Let's Play-Folgen im Moment so lange sind. Anfangs war es ja noch Absicht, dass es knapp eine Stunde gedauert hat, weil ich genau wusste, dass ich längere Zeit wahrscheinlich nicht aufnehmen kann. Ja, jetzt ist es gezwungenermaßen, weil ich schon gerne dieses eine Kapitel, sage ich mal in Anführungszeichen, abschließen möchte, also die Sache mit dem Angeln. Und ich denke mal, nach dem Geködert wird jetzt nicht mehr so viel kommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie will das keiner. Ich höre doch, ich wollte gerade sagen, ich höre doch die ganze Zeit Tutan, der hier so dumm rumschreit. Kannst du mal woanders schreien gehen? Ich bin mich hier gerade am Unterhalten, beziehungsweise etwas am Erzählen. Ja, also wie gesagt, ich werde mein Glück oder in dem Fall Unglück nochmal im Süßwasser versuchen. Werde es nebenbei auch aufnehmen und mal schauen. Also wenn ich nichts finde, dann sehen wir uns jetzt ganz schnell wieder. Bis gleich. Ja! Ja! Es gibt sie wirklich! Oh mein Gott! Okay, ich habe jetzt, ich darf jetzt hier nichts Falsches drücken. Ich habe jetzt eine Meeresschnecke, das sind die Kaulquappen, eine Meeresschnecke geangelt. Ich kann es gar nicht glauben. Ich muss ja erstmal einen Screenshot machen, dass das tatsächlich funktioniert hat. Dabei kann zwar ein Köder verwertet werden. Also ich soll die einfach nur zerlegen, glaube ich, ne? Fange eine Schnecke im Süßwasser und zerlege sie, um Folgendes zu erhalten. Okay.
Dann machen wir das doch mal. Zerlegen. Ich darf jetzt hier nichts Falsches drücken. Ich kriege hier schon die Krise. So, zack. Schneckenköder. Perfekt. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir das Angeln jetzt auch beenden. Ja, ich zeige euch noch kurz die Stelle. Und zwar von der Siedlung aus bin ich nach hier vorne. Und stehe jetzt hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht. Und habe jetzt hier die Schnecke geangelt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da tatsächlich die Muschel bekommt, weil man da ja auch den Questgeber hat, aber naja, ich weiß es halt nicht und vielleicht sollte man noch irgendwie weiter hier runterlaufen oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich probiere es auf jeden Fall nochmal, dass ich da in das Gebiet reingehe, aber ich werde das definitiv nicht mehr heute machen, sondern in einer anderen Folge, weil ich habe jetzt schon wieder knapp eine halbe Stunde geangelt an diesem Ort hier. Und ja, so langsam muss ich mich dann auch mal ins Bett begeben, weil ich muss in weniger als 6 Stunden auch schon wieder aufstehen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass wir jetzt leider nicht die ganze Quest beenden konnten. Aber ich werde auf jeden Fall weiter die Aufnahme dran halten, während ich im Angeln bin. Und ich hoffe inständig, dass wir dann in der nächsten Folge definitiv auch irgendwann mal die Muschel im Salzwasser bekommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!